Moin Leute und willkommen zu dem Video. Jetzt sind noch die Belohnungen, die released wurden, die man bekommt für die Fortnite, X Rocket League, X Fall Guys Cooperation. Indem ihr hier Aufgaben in Fall Guys abschließt, bekommt ihr hier diese Emoticons, diese Pickaxe, das Backbling und diesen Skin, den ihr die ihr auch schon alles im Video gesehen habt. Also in diesem kurzen Trailer. Übrigens sind heute wieder Boyz und Kane drinnen als Ikonen-Skins. Gibt sogar als Paket. Die waren jetzt eine ganze Weile nicht drin. Sehen sogar gar nicht mehr so bad aus. Haben halt diesen Fortnite-Style. Hier, das Paket ist wieder drin mit den ganzen Skins. Das ist ja nichts Neues. Es ist gefühlt jeden Tag drin. Taxifahrer, die ist auch mal wieder drin. Was soll man hier noch? Pickaxe, Emote, Shanty, noch Abfeiern-Emote. Und die No-Skins aus Chapter 2 sind jetzt auch als Dings drin, als Shop-Skins. Ich wusste gar nicht, dass es schon wieder neue Skins gibt. Und wieder neue No-Skins. Die ganzen Naruto-Sachen sind drin, Spider-Man's Hero-Sachen sind drin. Und was haben wir noch? Ich glaube, irgendwas Neues. Ah ja, nice. Crew-Paket ist drinnen. Der Skin. Ja, der geht. Hätte man besser machen können, finde ich. Aber so sieht der Endgame aus. Könnte sogar gehen. Backbling finde ich jetzt nicht so nice. Die Pickaxe ist eigentlich ganz entspannt. Ist das der Gleiter? Ja, der geht eigentlich voll klar. Hier noch eine Reference zu Stranger Things. Da soll es ja auch bald eine Cooperation geben. Werde ich dann natürlich auch ein Video machen. Scheinbar hat man auch noch zeitlich begrenzt einen Vorteil auf, dass man während man im Crew-Paket ist, Rettet die Welt spielen kann. Das ist neu. Aber brauche ich hier nicht. Ich schaue mir mal noch kurz die neuen No-Skins an. Hä? Wie viel haben die sich nicht geändert? Keine Ahnung. Ah, haben eine neue Bauchtasche bekommen. Das ist nicht so der krasse Unterschied. Ich würde sagen, die Skins lohnen sich nicht. So, wo ist das Skin? Da. Auf jeden Fall. Das ist der Karte-Skin bei Fall Guys Challenge. Ziemlich nice. Fall Guys ist jetzt free to play, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ciao.